Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Pokémon Revolution Online. Falls ihr euch fragt, wieso ihr im Hintergrund gerade so eine Art Flugzeugturbine hört, das liegt natürlich daran, dass ich gerade am Münchner Flughafen sitze und hier mit meinem Gaming-Laptop gerade am Aufnehmen bin. Neben mir fliegt gerade die Maschine von Air Berlin Richtung Mallorca ab. Genau deswegen hört man im Hintergrund eine Flugzeugturbine. Das hat gar keinen anderen Grund. Ich habe mir die letzte Aufnahmesession nochmal angeguckt, beziehungsweise hier das Ende, und weiß mittlerweile, was dieser Typ uns hier wirklich gesagt hat. Wir kriegen natürlich nicht jetzt schon das Evoli, sondern erst, wenn wir das mit der Spielhalle quasi erledigt haben. Ich bin gerade am Überlegen, ich bräuchte ja theoretisch ein neues Gyarados, was auch sowas wie Biss und Drachenwut hat. Ansonsten habe ich ja ein Problem. Tja, was macht man so, wenn man hier so am Münchner Flughafen sitzt? Nein, natürlich sitze ich nicht am Münchner Flughafen. Ich weiß nicht, was mit meinem Rechner heute los ist. Irgendwie seit, keine Ahnung, ein, zwei Stunden ist er hier am Rumrödeln. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich hoffe, man hört es nicht so extrem. Keine Ahnung, neu starten und so hilft alles nicht. Ich zock einfach mal weiter und ich würde mal sagen, ich gehe die Stadt erstmal ab und erkunde sie. Gut, hier gibt es ja schon mal richtig viel zu erkunden. Ich versuche das übrigens zu kompensieren, indem ich die Ingame-Musik ein bisschen lauter gemacht habe. Was haben wir denn hier? Okay, ich kann hier einfach so rein. Ist das hier das Kaufhaus, wo wir gerade sind, oder was ist das? Das sieht mir nicht so nach einem Kaufhaus aus, wenn ich ehrlich bin. Wieso? Das ist ja merkwürdig. Ach lol, dann komme ich ja wieder hier raus. Ich bin auch ein Experte. Ach, ich weiß, wo wir sind. Kriegt man hier nicht im Originalspiel das Evoli her? Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ich glaube, im Originalspiel kriegt man hier das Evoli her. Nice. Erstmal die lustigen Texte angucken. Aha, und was sagt Dimitri dazu? Ja. Was? Was ist das denn? Okay, wir haben gerade irgendwas bekommen. Was ist das denn? Aha. Damit kann man sich Pokémon besser zu irgendwie zu einem Freund oder so machen, wie es aussieht. Okay, wie ich höre, gehen die Nachbarn oben auch schon wieder sehr gut ab. Komischerweise immer, wenn ich am Aufnehmen bin, ich weiß gar nicht wieso. Aber gut, die dürfte man nicht wirklich hören. Dieses Item, was wir hier bekommen haben, ich glaube, ich kenne jemanden, der kann damit sehr, sehr gut was anfangen. Ich weiß gar nicht, wie es mit der Beliebtheit bei uns aktuell aussieht. Sinnoh? Okay, ich benutze mal weiter diesen hier. So. Jetzt sind wir hier oben. Okay, dann können wir da hinten reingehen. Gibt es
ist hier noch irgendwas? Was? Okay, ich glaube, hier sollten wir nochmal wiederkommen, wenn wir zum Beispiel den vierten Arena-Orden haben, habe ich so das Gefühl. Was passiert, wenn wir diesen Aufzug hier nehmen? Okay, dann kommen wir wieder hier hin. Oh. Beim zweiten sind wir hier eingestiegen, dann kommen wir wieder hier hin. Ein interessantes Gebäude. Ich glaube, hier sollten wir nochmal wiederkommen, wenn wir denn den vierten Arena-Orden haben. Ich glaube, hier könnte es etwas Interessantes geben. Oh, hier haben wir wieder ein Item-Buyer. Nein, ich bin ein Messi, ich behalte grundsätzlich alles. Boah. Erstmal shoppen gehen. Ach du heilige Scheiße. Hier kann man ja auch drüber gehen und gucken, was das ist. Ach du Heilige. Warte mal, ich möchte mal gerade was nachgucken bei dem Typen. Mega Punch. Okay. Kann man noch etwas lernen? Aha, aha. Ich glaube, hier kriegt man etwas her, was ich eigentlich sehr, sehr gerne suche. Ah, da muss ich gerade noch eine Kleinigkeit nachgucken. Wie sieht das denn mit unserem Vulpix aus? Unser Vulpix ist Level 30. Flamethrower, Fireblast, okay. Shit, ich dachte, ich könnte hier vielleicht sehen, ab wann wohl Luna welche Attacken lernt. Denn ich habe natürlich vor, hier mir einen Feuerstein zu kaufen, um unser Vulpix in ein Volnula zu verwandeln. Firestone 2100. Brauche ich noch irgendetwas? Ich muss mal überlegen, ich glaube nicht. So. Ich
erwerbe mal einen Feuerstein. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht, ob ich den Feuerstein jetzt schon auf Vulpix anwenden soll oder ob ich noch ein paar Level warte. Ich möchte auf jeden Fall vor dem Arena-Kampf gegen Erika unser Vulpix ein Vulnona entwickeln. Das weiß ich auf jeden Fall schon. Ich gehe da nicht mit dem Vulpix rein. Ich nehme schön das Vulnona. Darauf könnt ihr aber einlassen. Wie viele immer tauschen wollen. Ein Dieb. Aha, interessant. Cool. Warte mal, ich glaube im normalen Pokémon-Spiel war das so, dass irgendeins von diesen dreien vom Preis-Leistungs-Verhältnis her die beste Heilung war im Moment. Das stimmt nicht. Ich glaube, war das nicht sowas wie die frische Milch oder so, die es irgendwie später gab? Ich glaube, das war irgendwie vom Preis-Leistungs-Verhältnis gesehen. Beste Heilung, ich bin mir aber gerade nicht sicher. So, gibt es hier nochmal dasselbe? Aha. So, ich würde mal sagen, ich nehme den Aufzug. Ich hoffe, man hört mich überhaupt und ich habe den Ton nicht zu laut gemacht. Ich habe das bekommen, was ich haben möchte. Einen Feuerstein. Sehr gut. Junge. So, dann erkunden wir mal hier weiter. Wieso glitzert es hier eigentlich manchmal immer so? Okay, in die Spielhalle. Also das hier nehmen wir uns ganz zum Schluss vor. Surfen können wir noch nicht. Hier können wir auch noch nicht wirklich rein. Okay, das heißt, wir müssen erstmal hier weiter unten erkunden. So, was ist denn hier los? Sag mal, wieso stehen überall diese scheiß Rocket-Typen rum? Okay, ich komme dort noch gar nicht hin. Was ist hier? Kann ich irgendwas finden? Ach so, zu dieser Halloween-Geschichte übrigens in der letzten Folge. Ich glaube, diesen Quest können wir erst irgendwie machen, wenn es irgendwie Halloween ist oder so. Wir hatten ja auch bei Urania City diesen Kürbiskopf, sage ich mal. Ich glaube, das ist auch irgendwie so ein komisches Halloween-Event. So, hier kann man sich, glaube ich, seine erspielten Münzen gegen Preise eintauschen. Was? Ach, leck mich doch am Arsch. So. Alter, wie geil sieht die denn aus? Die Spielhalle. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aha. Jordan, sag doch mal was. Kann man hier Roulette spielen? Das würde mich mal interessieren. Okay, das hier ist quasi unser Ansprechpartner. Alles klar. War ich im Pokémon Center? Ich hoffe schon.
das ein Verräter? What the fuck? Okay, das ist jetzt natürlich unnützlich. Ich habe, wie man sieht, nur 5 Pokémon mitgenommen. Wie viel Heilung habe ich? Oh shit, ey. Ich hätte vorher noch mal einkaufen gehen sollen. Das ist nicht besonders viel. Okay, wo komme ich hier hin? Scheiße, ich komme hier. Wie komme ich hier wieder raus? Escape. Ich möchte gerne hier bleiben, wo ich gerade bin. Scheiße, jetzt habe ich das angewählt. Okay, warte mal. Da war Jackson. Oh fuck, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Okay. Ich gucke mir jetzt mal gerade alle drei an. Alter, warte mal gerade. Die Mucke ist mir gerade ein bisschen zu laut. Ach du heilige Scheiße, ich wollte hier doch noch gar nicht rein. Das ist jetzt natürlich scheiße. Ich habe natürlich nur 5 Pokémon mit. B1, B2 und B4. Wo fange ich an? Oh, scheiße. Alter, wie viele das sind. Wie viele das sind. Okay, wir müssen hier irgendwo ein Evoli finden. Alter, wie abnormal viele das sind. Na, das kann ja was werden. Leck mich am Arsch. Guten Tag. Oh, hier komme ich gar nicht weiter. Ich habe doch eine. Ich habe doch irgendwas bekommen, oder? Warte mal. Lift Key. Ach so, damit ich den Fahrstuhl benutzen kann. Oh nee, ich will nicht, ey. Okay, hier können wir nichts machen. Okay. Bei B2 ist Jackson. Hier sind die Rocket-Typen. Oh scheiße, wie stark sind die? Ich hab Angst. Oh scheiße, ich will nicht, ey. Ich will nicht. Wie? Muss ich verarschen? So war. Ey. Das ist jetzt ein Witz. Puh. Gut, ich würde mal sagen, ich mache an dieser Stelle einen Cut. Ich habe die Befürchtung, wir müssen gleich gegen Jackson kämpfen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil er da links von uns steht. Boah, auf diesen Kampf muss ich mich erstmal mental vorbereiten. Besonders, weil ich nur 5 Pokémon mit habe und nicht 6. Weil ich dachte, wir kriegen ein Evoli irgendwie jetzt schon. Ja. Gut. Jackson. Warum jetzt? Ja, boah. Okay, ich werde an dieser Stelle mal einen Cut machen. Wir sehen dann in der nächsten Folge, wie es hier in der Prismania City Spielhalle weitergeht. Mal gucken, ob wir Team Rocket aus dieser Stadt vertreiben können und was Jackson hier von uns will. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Ciao.